Hallöchen, ihr Lieben, willkommen hier zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch so einen kleinen Zwischenstand noch mal geben von so ein paar Projekte und möchte euch einmal so ein bisschen noch was vorstellen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, womit ich anfangen soll. Ich habe ja gerade aktuell zwei aktive Projekte. Einmal den Buddha von Saramond und einmal den IA. Und genau, ich habe aber auch noch mal hier, ich hatte ja mal schon die Produkte vorgestellt. Und zwar habe ich hier eine Lampe, die kann man so aufstellen. Und hier sind die Lampen, das habe ich jetzt schon fertig gepaintet, das ist ein Elefant. Und hier hinten befindet sich ein Lichtschalter, den man natürlich anschalten kann. Und dann sieht das Ganze so aus, finde ich ganz hübsch. Irgendwie gefällt mir gut. Ich stelle mir die auch aktuell im Arbeitszimmer hin. Und ja, sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Ist eine süße Kleinigkeit. Und es war auch eine gute Sache für mal eben zum Painten. Schöne Steinchen auch, schöne Farben. Hat mir richtig gut gefallen, hat mir auch Spaß gemacht. Habe ich vielleicht so 2, 3 Stündchen drin gesessen. Und dann war ich damit auch fertig. Also ging rucki zucki, aber es gefällt mir sehr, sehr gut. Genau, das habe ich fertig. Jetzt kommen wir mal zum Saramond, oder? Der ist hier. Ich zoome euch mal eben noch weiter weg, damit ihr ungefähr Stand sehen könnt. Also, der fängt natürlich da oben an und hört da unten auf. Die Hälfte ist sozusagen fertig und dementsprechend noch 2 weitere Kästchen. Also, es ist auf jeden Fall in einem guten Lauf. Ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Ich habe mir das jetzt hier auch bereits abgeklebt, habe ich mir einige Tipps von euch geholt. Damit lässt es sich auf jeden Fall einfacher painten als mit der Folie, gerade bei großen Bildern. Auch den Rand habe ich abgeklebt und ich finde besonders hier das Washi-Tape da, hier, finde ich besonders süß. Also das waren so verschiedene in einem. Total cool, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, also hier haben wir schon angefangen, ne? Muss noch weitergemacht werden. Und da kann man ja am besten mit dem Leuchtpad am besten arbeiten, weil ja da die Zeichen etwas dunkel sind. Dann zeige ich euch noch eben den Fortschritt vom IA. Der sieht so aus bereits. Also fehlt noch einiges. Ja, aber der läuft auch. Also ich habe ja nicht allzu viel Zeit immer dafür. Aber es macht total viel Spaß, den hier zu painten, weil ich einfach die Farben so toll finde. Habe ich ja schon einige Male gesagt. Geht total gut. Sind nicht zu viele Farben, nicht zu viel Farbwechsel. Ist richtig toll. Ich freue mich, wenn das Bild fertig ist. Werde es mir definitiv auch aufhängen. Da halte ich euch auf dem Laufenden. Hier habe ich jetzt keine. Habe ich es jetzt nicht verarbeitet. Ich habe die Folie jetzt hier drauf gelassen. Aber es ist schon viel, viel besser, wenn man das wirklich extra abklebt. Genau, soweit zum Stand der Dinge von meinen aktuellen Projekten. Ich sag mal so, also aktuell hin oder her. Ich habe nämlich einige angefangen, aber das sind die, die ich jetzt auch wirklich gerade auch painte. Ich habe was bestellt noch zusätzlich von Amazon, was ich euch gerne mal präsentieren möchte. Und zwar sind das hier so Unterlagen. Ich meine, da waren 9 Stück drin in verschiedenen Farben. Die haben von der einen Seite sind die beklebt und von der anderen Seite. Die Dinger sind richtig, richtig klebrig. Genau, wir haben hier blau und was haben wir hier noch? Türkis, also eher so ein Grün. Wir haben hier rot und jeweils immer 2 Stück.
Dann haben wir hier Weiß noch, Gelb und Schwarz. Genau, das sind so die Farben. Moment. Genau, das sind die 6 Farben und die gibt es dementsprechend doppelt. Also sind das gar nicht 6, sondern sogar 12. Und ich zeige euch mal, was man damit machen kann. Ich habe ja schon eins aufgemacht, die anderen packe ich mir wieder zur Seite. Ich habe mir erst gedacht, wofür braucht man denn so viele? Das sind nämlich Unterlagen für die Schiffchen. Und zwar kann man das dann halt abziehen und das klebt wie Sau. Da sammelt sich auch sicherlich einiges dran. Es erinnert mich immer an diese, kennt ihr die Finger, die man so, oder die Hände, die man so an die Wand klatschen konnte? Die sind auch aus so einem Gummi, also richtig wabbelig. Legt man sich dann halt dahin, wo man das Schiffchen möchte. Dann klebt das auch wie sonst was. Und Moment, ich hole mal eben ein Schiff. So. Wenn man das jetzt da drauf stellt, muss man gar nicht fest drücken, dann wabbelt uns das nicht mehr rum. Das ist bombenfest. Man kann es aber auch leicht wieder abnehmen, würde ich jetzt mal so sagen. Und vom Tisch her auch. Ich denke, dass irgendwann die Klebkraft vielleicht nicht mehr so gut ist, weshalb da mehrere drin sind. Natürlich die Fusseln und alles Mögliche, die dann da drauf sind. Aber ich tollpatsch, schmeiße ja immer mein Schiff um, wenn ich da so gegen knall. Und ihr seht, das passiert jetzt nicht so. Ne? Man kann aber auch ganz leicht so machen und das wieder. Also es ist einfach weniger Gefahr, das Schiffchen umzuboxen. Es ist, ich weiß noch nicht, ob ich damit dauerhaft arbeiten werde. Mir ist das ein bisschen sehr klebrig. Deswegen immer schön wieder hier reinpacken. Und deswegen gibt es da halt auch so viele von in einem Pack. Ich meine, die haben 10 Euro gekostet oder so. Ich wollte es mal ausprobieren, weil ich tollpatsch kann das ja schon doch öfter mal gebrauchen, dachte ich mir so. Und ja, deswegen habe ich mir das mal geholt. Müsst ihr mal ausprobieren, ob es vielleicht für euch auch gut ist. Vielleicht kennt ihr auch Alternativen, um die Schiffchen nicht mehr so umzuhauen. Ich weiß es nicht. Ich denke, es gibt bessere Alternativen als diese, weil die doch schon sehr klebrig sind. Aber naja, gibt halt auch irgendwie Schlimmeres. Und ich glaube, dass die Klebkraft sehr, sehr schnell nachgibt. Weil ich habe schon das Gefühl gehabt, dass es jetzt nicht mehr so sehr klebt wie gestern, als ich das erste Mal benutzt habe. Aber naja, gut. Ist halt so. Ihr Lieben, das war's von einem kleinen Update. Mehr wollte ich euch gar nicht berichten. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht und dass ihr noch alle im Painting-Fieber seid und bleibt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao!